Die Animationen sind in Skyrim nicht besonders schön. Sie sind deutlich in die Jahre gekommen und bieten kaum Abwechslung. Das muss aber nicht sein. Mit dem Programm Nemesis können wir das ändern und werden wir. Dieses Tutorial richtet sich auch an alle, die Forest New Idols Animationen installieren wollen, denn diese sind komplett kompatibel mit Nemesis. Und bevor wir anfangen, ein kleiner Hinweis: Da dieses Video etwas länger ist, habe ich selbstverständlich Timestamps in die Videobeschreibung gepackt. So könnt ihr immer dorthin springen, was ihr gerade benötigt. Hallo liebe Novakins und herzlich willkommen, ich bin der Mimus und auf meinem Kanal dreht sich alles um Skyrim, das Modden, The Elder Scrolls und um die Welt von Tamriel. Und wenn dich das interessiert, dann lade ich dich gerne ein, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wenn du ein richtiger The Elder Scrolls Fan bist, dann aktiviere gerne die Glocke, um der Erste zu sein, der meine Videos sieht. Um ein richtiges Mitglied der Gilde zu werden, könnt ihr unten auf die Einladung zum Discord klicken. Hier könnt ihr euch mit anderen austauschen und erhaltet beim Modden Unterstützung im Support-Chat. Bevor ihr da aber reingeht, guckt immer erstmal vorher im FAQ-Chat nach, denn da werden die wichtigsten Fragen schon zu Beginn geklärt und ihr werdet bestimmt eine Lösung finden. Zudem gibt es die Möglichkeit, mit einer Kanalmitgliedschaft mich zu unterstützen. Schon bald wird übrigens mein mega super komplett Modding Guide veröffentlicht, der ganze 52 Seiten lang ist. Dieser Guide wird für alle kostenlos sein, aber wenn du schon heute darauf zugreifen willst, dann werde gerne Mitglied. Für nur 1,99 € im Monat kannst du mich und meine Arbeit unterstützen. Ich stecke das Geld komplett in diesen Kanal und die hierfür benötigte Zeit und Technik. Ich werde euch mein komplettes Setup verraten und wir werden gleich zusammen 5 Mods gemeinsam installieren. Diese Mods sind wirklich richtig cool und ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen, anhand der Beispiele etwas zu lernen. Doch bevor wir in die Praxis gehen, braucht es natürlich etwas Theorie, damit ihr da auch wirklich versteht, was installiert, denn das ist unheimlich wichtig. Bisher war es in Skyrim immer so, dass man nur die bisherigen Animationen durch neue ersetzen konnte. Gerade das Animationssystem in Skyrim galt als einer der schwierigsten Dinge zu knacken für die Mod-Creator. Dies ist jedoch schon Jahre her und dank des Tools Forest New Idols gehört nun das der Geschichte an. Moment mal, in diesem Tutorial geht es doch um Nemesis. Wer über Nemesis spricht, darf Forest New Idols nicht vergessen. Lange Zeit hatte die Modding-Community nur ein Framework, wenn es darum ging, Animationen miteinander zu kompilieren. Forest New Idols erlaubt es, benutzerdefinierte Animationen zu installieren und mehrere Animationsmods miteinander zu kombinieren. Zudem brachte das Tool Patches mit sich, die es erlaubten, Animationen miteinander zu verbinden, die sich normalerweise nicht vertrugen. Und genau hier lag das Problem. Denn das Tool ist nicht für alle öffentlich verfügbar und bei jedem Patch musste der Entwickler von FNES, das ist die Abkürzung, selbst nochmal darüber schauen und den Patch einpflegen in das Tool. Und hier kommt Nemesis ins Spiel. Das Tool ist zwar noch in der Beta, aber läuft jetzt schon wesentlich runder als Forest New Idols und bietet vor allem eins: ein offenes, für jeden verfügbares Tool. Nemesis hat noch einige andere Funktionen in der Programmierung, mit denen ich euch jetzt eigentlich nicht belästigen will. Kurzum, mit dem Tool wird das Patchen und Kompilieren von Animationen zum Kinderspiel. Man muss nur 2 Knöpfe drücken und schon ist man fertig. Naja, also so einfach ist es dann auch doch nun wieder nicht, sonst wäre das Video ja nicht eine verfluchte halbe Stunde hier lang. Egal, lasst uns ein paar Animationen installieren. Genug von der nackten Theorie, gehen wir nun rein in die eigentliche Installation. Wie immer bei meinen Tutorials werde ich natürlich auch wieder das anhand von mehreren Beispielen machen. Wir werden heute mehrere Animationsmods gleich installieren, damit ihr den Prozess auch wirklich versteht und darauf achtet, was man wirklich wissen muss. Und wir werden tatsächlich heute gleich 5 richtig coole Mods installieren insgesamt. Einmal den Dynamic Animation Replacer, dann Walk and Run Plus, den Movement Behavior Overhaul, das verbessert generell das Laufen, dann den Jump Overhaul und zu guter Letzt den Combat Gameplay Overhaul. Beziehungsweise die Reihenfolge wird natürlich dann noch ein bisschen anders sein, das werdet ihr dann aber alles im Laufe des Tutorials sehen. Das sind wirklich sehr, sehr coole Mods, wo ich wahrscheinlich auch noch zu separat eine Review machen werde. Das wird dann dementsprechend hier auch an dieser Stelle verlinkt. Beziehungsweise schaut einfach mal auf meinem Kanal nach, ob die Videos dementsprechend schon draußen sind. Als allererstes, damit der ganze Spaß aber überhaupt richtig funktioniert, brauchen wir das Tool, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, und das wäre Nemesis.
Und Nemesis ist nicht zu finden auf Nexus Mods, sondern auf GitHub. Und hier können wir uns das Ganze bequem herunterladen, indem wir einfach hier nach unten scrollen und uns das Ganze dann einmal herunterladen als Archiv. Traditionell legen wir die Datei in unseren Downloads oder Temporärverzeichnis ab, so wie ich das jetzt hier gerade mache. Und anschließend, wenn die Mod heruntergeladen ist, ziehen wir uns das Ganze einfach hier in den Downloads-Reiter von dem Mod Organizer 2. Nun installieren wir die Datei ganz bequem mit einem Doppelklick. Anschließend dürfen wir nicht vergessen, auch die Mod zu aktivieren. Nun ist die Mod Nemesis aktiviert bzw. installiert. Es fehlt aber noch eine wichtige Sache, und zwar das Tool. Und das Tool, wenn wir jetzt hinzufügen, das befindet sich direkt in der Mod drin, was ziemlich praktisch ist. Und wir gehen jetzt hier einmal rechts auf unseren Reiter in das Dropdown-Menü, wo generell ja all unsere Tools sich drin befinden, und klicken auf den Button Bearbeiten. Hier wählen wir jetzt das Plus-Symbol aus und klicken von Datei hinzufügen, denn wir wollen ja ein neues Tool hinzufügen. Anschließend, nachdem sich hier dieser Windows Explorer geöffnet hat, navigieren wir in unser Modding-Verzeichnis. In meinem Fall liegen alle Dateien feinsäuberlich im MO2-Tutorial-Ordner vor. Und hier gehen wir in den Ordner Mods. Hier sind generell all unsere Mods installiert und hier sehen wir auch schon den Ordner Nemesis. Hier klicken wir uns einmal durch und gehen dann weiter zu Nemesis Engine und wählen anschließend Nemesis Ultimate Unlimited Behavior Engine aus. Wenn euch nicht klar sein sollte, wo euer Mods-Ordner ist, das könnt ihr ganz bequem finden, indem ihr hier oben auf das Ordner-Symbol klickt und anschließend Mods-Ordner öffnen auswählt. Dort werdet ihr direkt in den Ordner hingebracht, wo eure Mods abgespeichert sind, und ihr könnt hier oben einfach bequem den Link kopieren und dann später im Dropdown-Menü das Ganze wieder entspannt hinzufügen, indem ihr das hier einfach eingibt und zack, seid ihr da. Bevor wir das Ganze jetzt hier schließen, gibt es noch eine wichtige Sache. Und zwar machen wir einmal ein Häkchen rein bei Erzeuge deine Dateien im Mod statt im Override. Wenn wir hier nachher das Tool benutzen, werden neue Dateien generiert, die werden ausgespuckt und kommen dann unten in der Modliste in den Override-Ordner rein. Das ist jetzt hier bisher noch nicht angezeigt, einfach aus diesem Grund, weil dieser Ordner noch nicht existiert, weil einfach noch nicht diese Dateien generiert worden sind. Das wollen wir aber vermeiden und uns ein bisschen Zeit sparen. Denn die Dateien, die von diesem Tool generiert werden sollen, sollen gleich hier drüben in den Nemesis-Mod reingepackt werden. Und das können wir hiermit einstellen, indem wir hier einfach Nemesis auswählen. Hier werden euch prinzipiell in dieser Liste alle Mods vorgeschlagen. Ihr könnt einfach dann N eingeben, E, einfach die Tastatur benutzen und dann navigiert ihr relativ schnell zu der gesuchten Mod, die ja in dem Fall Nemesis ist. Zum Schluss auf Apply klicken und dann auf OK und schon ist das Tool installiert. Nun fängt der Spaß erst richtig an. Wir werden jetzt die Mods installieren, die es uns erlauben, die Animation zu ändern. Und als erstes installieren wir hierfür Dynamic Animation Replacer. Das ist eine Modifikation, die es uns erlaubt, für verschiedene Figuren im Spiel Animationen hinzuzufügen, je nachdem, auf welcher Kondition die gerade unterwegs sind im Spiel. Es gibt verschiedene Konditionen, das war bisher immer nicht möglich. Dieser Mod erlaubt es uns zum Beispiel, dass es verschiedene Animationen dafür gibt, wie man die Fackel hochhält. Bisher war es immer nur möglich, dass man in eine trockene Animation hat, wie die Fackel gehalten wird, die konnte man ersetzen. Nun haben wir die Möglichkeit, verschiedene Konditionen hinzuzufügen. Das heißt, es gibt verschiedene Animationen, je nachdem, wie die Kondition ist. Das kann abhängig sein vom Wetter, es kann von verschiedenen Dingen abhängig sein. Ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das erlaubt uns auf jeden Fall dieser Mod und das ist mega cool und deswegen laden wir das jetzt ja auch hier herunter. Wenn wir den Mod herunterladen wollen, weist er uns darauf hin, dass wir ein weiteres Plugin benötigen, und zwar SKSI. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass jeder von euch SKSI installiert hat. Ansonsten solltet ihr euch auf jeden Fall meinen Anfänger-Modding-Guide anschauen. Ist an dieser Stelle nochmal verlinkt. Wir werden auch diesen Mod gleich herunterladen, denn er wird ja schließlich benötigt. Wenn euer Spiel gut gemoddet ist, dann sollten die meisten allerdings Address Library for SKSE Plugins bereits installiert haben.
Wenn ihr den Mod heruntergeladen habt, dann sollte erstmal alles aussehen wie bei mir. Wir haben hier oben die Address Library for SKSE Plugins und darunter ein Nemesis. Und nun wollen wir den Dynamic Animation Replace installieren. Dazu machen wir einfach einen Doppelklick, klicken auf OK und aktivieren den Mod. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Im nächsten Schritt wollen wir Walk and Run Plus installieren. Das ist eine Modifikation, die generell etwas das Laufen verbessert, beziehungsweise wie die Animationen dort vonstatten sind. Wer genau alle Details wissen will, was dort verändert worden ist, kann sich gerne die Beschreibung durchlesen. Ist auf jeden Fall ein Must-Have-Mod, denn er sorgt einfach dafür, dass das Ganze wesentlich smoother ist von den Bewegungen. Man kennt das, wenn man sich nach rechts oder nach links dreht, dann cuttet das so ein bisschen, dann ist man auf einmal rechts, links, aber es gibt eigentlich keine wirkliche Animation dafür. Das ändert dieser Mod und den laden wir uns jetzt ebenfalls ebenfalls bequem herunter. Anschließend installieren wir auch natürlich den Mod. Hier bei der Installation gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ihr könnt hier einfach die Sachen auswählen, die ich auch auswähle. Als erstes haben wir die erste Option, die ist auch recommended, also empfohlen. Das lassen wir auch gleich direkt so drinnen. Des Weiteren haben wir hier die Head Direction, also wo der Kopf halt hinschaut. Auch in diesem Fall wählen wir die recommended, also empfohlene Version aus. Im nächsten Fenster fragt er uns das Ganze auch nochmal für Frauen, wie dort die Animationen aussehen sollen. Auch hier wählen wir unten wieder bei Head Direction die empfohlene Version aus. Anschließend gibt es hier noch einen Speed Fix, also einen Geschwindigkeitsfix, wenn man rückwärts läuft. Denn wenn der Charakter in Skymo rückwärts läuft, dann ist die Geschwindigkeit de facto einfach nicht realistisch. Sieht auch meiner Meinung nach ein bisschen komisch aus. Hier wird das Ganze einfach ein bisschen reduziert, dass man ein bisschen langsamer läuft. Man sieht ja auch tatsächlich den Wert. Das ist erstmal natürlich so schwierig zu verstehen, man muss es natürlich im Spiel sehen. Wir nehmen diesen Fix hier auf jeden Fall auch noch mit und klicken auf Weiter. Anschließend gibt es hier noch die Möglichkeit, für das Schwimmen auch 360-Grad-Animationen hinzuzufügen. Ihr seht das hier auch schon, das ist schön animiert, dass das Ganze wesentlich besser aussieht. Und auch das können wir auswählen und dann bequem den Mod installieren. Anschließend wie immer auch den Mod aktivieren. Nun installieren wir wirklich einen richtig coolen Mod, der sich Movement Behavior Overhaul nennt. Dieser Mod sorgt dafür, dass prinzipiell die Laufanimationen und die Bewegungen realistischer und besser aussehen. Da sind sehr, sehr viele Mods, meiner Meinung nach eigentlich integriert zu einem Mod. Das deckt einfach generell das Laufen, die Armbewegungen und alles rundherum ab und es sieht wesentlich realistischer aus. Beispielsweise ist es jetzt auch so, wenn ihr rennt und stoppt, dann slidet ihr so ein bisschen, beziehungsweise der Körper lehnt sich so ein bisschen nach hinten, wie das auch im echten Leben tatsächlich wäre. Das seht ihr auch sehr, sehr schön auf diesem Bild. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall diesen Mod auch herunterladen. Hier weist er uns jetzt auch beim Download herunter, welche Mods wir benötigen. Einmal den Dynamic Animation Replacer, den haben wir. Und die Nemesis Engine, auch das haben wir alles bereits installiert. Deswegen können wir hier bei dem Download bequem fortfahren. Nachdem der Mod heruntergeladen ist, das gleiche Spiel wie zuvor, auch hier wieder bequem installieren. Und bei der Installation gibt es wieder ein, zwei Sachen zu beachten. Im ersten Schritt klicken wir einfach auf Weiter, da gibt es nichts auszuwählen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, wann dieses Verhalten auch tatsächlich angezeigt wird. Also wann beispielsweise der Körper sich so ein bisschen nach hinten lehnt, wenn wir im Rennen stoppen. Und hier wählen wir beides aus, sowohl im Kampf, also Combat, als auch im Nichtkampf wollen wir das haben, dass diese Animation uns angezeigt wird. Wir klicken dann auf Weiter. Im nächsten Fenster können wir auswählen, dass beispielsweise wir auch beim Schleichen etwas sliden können. Wenn wir beispielsweise sprinten und gleichzeitig dabei schleichen und dann stoppen, dann slidet er. Das ist ein ganz cooler Effekt, beispielsweise wenn man dann halt auch mit einem One-Hit jemanden killt. Hier kann man jetzt nun auswählen, ob das Ganze freigeschaltet werden soll mit einem Perk oder nicht. Wir wählen hier No-Perk aus, denn wir wollen nicht, dass an unserem Perk-Tree, also an unserem Talentbaum irgendwie herumgespielt wird. Eventuell habt ihr dort auch andere Mods installiert, das würde sich dann so ein bisschen in die Haare kommen, deswegen empfehle ich das nicht. Einfach hier No-Perk auswählen und dann auf Weiter klicken. Nun werden hier uns auf der nächsten Seite Patches vorgeschlagen und wir haben ja einmal gerade vorhin Walk and Run Plus installiert und den Combat Gameplay Overhaul, den werden wir als übernächstes installieren, deswegen wählen wir dementsprechend hierfür auch den Patch aus. Als letztes weist er uns darauf hin, dass eine INI-Datei vorliegt, in der wir weitere Konfigurationen vornehmen können und eine Empfehlung wird hier ausgesprochen, dass wir hier diesen Punkt hinzufügen zu unserer INI-Skyrim-Datei unter Controls. Einfach hier kopieren, das machen wir auch so. Wir klicken dann einmal auf Weiter, sollen hier alles durchchecken. Der weist uns darauf hin, dass wir jetzt natürlich einmal Nemesis benutzen müssen. Das machen wir dann später. Klicken hier auf Installieren und gehen auch dem Wunsch nach. Wir können hier einfach bequem auf das Werkzeugsymbol oben klicken, dann auf den INI-Editor,
dann in Skyrim reingehen und dann haben wir hier schon eigentlich alles. Dann scrollen wir einmal herunter, bis wir zu dem Punkt Control kommen. Und der ist in dem Fall tatsächlich gar nicht eingefügt, wenn ich das richtig sehe. Was nicht weiter schlimm ist, wir fügen den einfach dann unten an das Ende der Liste hinzu. Eine eckige Klammer, Control, Enter und dann das Ganze einfügen, speichern, fertig. Dann ist das Ganze auch richtig hier eingetragen. Im nächsten Schritt installieren wir den Mod Jump Behavior Overhaul. Das ist von dem gleichen Creator, der auch den Mod, den wir zuvor installiert haben, erstellt hat. Das Ganze ergänzt sich sehr, sehr gut und auch hier laden wir das Ganze wieder runter. Es ploppt natürlich wieder ein Fenster auf, wo uns hinweist, dass wir die folgenden Mods benötigen. Die haben wir installiert, deswegen können wir bequem auf Download klicken und den Spaß einfach herunterladen. Auch hier wieder das gleiche Spiel, wir installieren den Mod ganz einfach. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ob wir auch das Behavior, also das Verhaltensmodul mit installieren wollen oder nur die Animation. Wir wollen auch das Verhalten mit installieren, deswegen haben wir ja den Dynamic Animation Replace installiert, was uns jetzt erlaubt, unter verschiedenen Konditionen, je nachdem wie wir springen, aus welcher Höhe wir beispielsweise springen, jetzt spezifisch in diesem Fall, wird dann eingestellt, dass dann eine dementsprechende Animation abgespielt wird. Das ist ziemlich cool, deswegen lassen wir dieses Modul auf jeden Fall aktiv. Dann haben wir die nächste Möglichkeit, und zwar ein Realistic Jump. Ob wir das drin haben, wenn wir einfach so nicht irgendwo runterspringen oder hochspringen, sondern einfach, wenn wir irgendwo in eine Richtung springen. Und natürlich wollen wir das haben, das sieht deutlich besser aus. Und da klicken wir einfach auf Weiter. Nun ist die nächste Frage, wie hoch soll denn der Sprung sein, wenn wir einfach aus dem Stand springen beispielsweise? Soll das ein langer, also ein hoher Jump sein oder ein Short? Ich wähle hier persönlich Short aus. Das ist einfach eure persönliche Präferenz. Ihr könnt ja auch beispielsweise lang auswählen. Ich finde halt Short wesentlich besser. Das wirkt ein bisschen realistischer. Ist halt aber letztendlich Geschmackssache. Da kann man sich dann halt auch einfach durchtesten. Ich empfehle Short an dieser Stelle zu wählen. Im nächsten Fenster können wir dann wieder Patches installieren. Wir haben hier nur einen Mod installiert, beziehungsweise werden wir gleich als letztes installieren. Und das ist der Combat Gameplay Overhaul. Und hierfür aktivieren den Patch. Alle anderen haben wir hier nicht installiert. Lasst euch hier nicht irritieren, das wirkt so ein bisschen ähnlich wie irgendein Mod, den wir vielleicht schon installiert haben. Das ist nicht der Fall. Ist ein bisschen blöd, die haben alle so ein bisschen ähnliche Namen dort tatsächlich. Haben wir aber nicht installiert, wir haben nur den Combat Gameplay Overhaul installiert. Und dann anschließend klicken wir einfach auf Weiter. Auch hier wieder zum Schluss empfiehlt er uns hier wieder was zu installieren tatsächlich. Diesmal auch wieder in der Skyrim Ini unter Havok. Das ist in dem Fall tatsächlich die Engine, die dahinter steckt, die Physik-Engine und wie sich Gegenstände bewegen. Das ist nur ein kleiner Randnotiz, das müsst ihr nicht weiter beachten. Auch hier kopieren wir einfach den Befehl wieder raus. Kopie klicken, weiterklicken, installieren. Nachdem wir den Mod installiert haben, dann einfach natürlich wie immer aktivieren und anschließend in den Ini-Editor reingehen und runterscrollen und gucken, ob ihr hier schon Havok drin habt. Das haben wir tatsächlich. Hier einfach nur der Taste und dann den Spaß einfügen. Wenn ihr Havok nicht drin stehen habt, dann einfach hinzufügen, hier reinschreiben ans Ende der Liste, wie wir es vorhin auch mit Control gemacht haben und dann auf Speichern klicken. Nun haben wir eigentlich alle Bewegungs- und wichtigen Mods installiert, die schon mal so ein bisschen die Animation verändern rund darum, wie sich unser NPC bewegt. Anschließend wollen wir jetzt noch ein bisschen was an den Kampfanimationen ändern und dann laden wir dazu meinen absoluten Lieblingsmod runter und zwar den Combat Gameplay Overhaul. Der erlaubt euch ganz, ganz viele Möglichkeiten, unter anderem, dass ihr eure Schwerter schwingen könnt, wenn ihr auch springt beispielsweise oder ihr könnt auch Pfeile verschießen, wenn ihr springt. Das macht natürlich richtig coole Action dann möglich. Es gibt auch noch ganz, ganz viele coole andere Funktionen, die integriert sind. Auch hier einfach wieder die Beschreibung durchlesen. Aber was dieser Mod auf jeden Fall tut und was ich mega geil finde, ist, er fügt euch eine Ausweichrolle hinzu, wie wir es von The Witcher 3 beispielsweise kennen, vom guten Geralt von Riva. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache und deswegen werden wir diesen Mod auf jeden Fall auch installieren hier in diesem Tutorial. Nachdem der Mod heruntergeladen ist, auch wieder ganz bequem installieren mit einem Doppelklick und dann anschließend aktivieren. Es gibt hier kein Installationsfenster. Und dann haben wir alle unsere Mods installiert und es wird jetzt eigentlich Zeit, endlich mal das Nemesis-Tool zu benutzen. Und dazu gehen wir einmal oben in das Dropdown-Menü und wählen hier Nemesis Ultimate Behavior Engine aus und starten den Spaß. In meinem Fall fragt er mich jetzt natürlich, wollen Sie Steam starten, weil das eventuell benötigt wird. Das wird für das Tool tatsächlich nicht benötigt. Aber natürlich, wenn ihr Skyrim normal starten wollt, dann schon. Deswegen fahren wir hier ohne das Ganze fort. Was jetzt hier kommt, ist ein Fail. Er kann den Mod-Cache nicht lesen und das ist natürlich
eine Sache, die am Mod-Organizer 2 so ein Stück weit liegt. Das kann daran liegen, dass beispielsweise der Mod-Organizer 2 nicht richtig installiert ist. Das ist nicht weiter schlimm, denn wir können hier immer noch die ganzen Mods manuell auswählen. Er sagt uns eigentlich nur damit, ey, ich kann den Cache nicht lesen, ich weiß jetzt gar nicht, welche Mods du hier gerade installiert hast. Du müsstest das Ganze manuell machen. Bevor wir jetzt hier aber irgendwelche Mods auswählen, ist das Wichtigste, dass wir erstmal auf Update Engine klicken. Denn was jetzt hier passiert ist, dass er sich jetzt nochmal tatsächlich alles anschaut, guckt, ob die Software auch aktuell ist und alles dementsprechend aktuell sieht. Das ist immer ziemlich wichtig, damit die Geschichte auch richtig funktioniert. Wenn dieses Update Engine vorher nicht klickt, dann wird es zu 100% oder zu 99% tatsächlich zu Abstürzen kommen. Deswegen klickt immer, wenn ihr Nemesis startet, auf dieses Update Ding. Tut es einfach. Es wird dann auch später überprüft, wenn ihr beispielsweise Mod und Animationen bereits installiert habt und die wieder deinstalliert habt, ob die überhaupt noch aktiv sind und was aktualisiert werden muss, wenn wir das Ganze hier nachher über Launch Nemesis Behavior Engine starten. Wichtig ist jetzt, dass wir hier verschiedene Patches bereits haben. Und hier wählen wir natürlich die aus, die wir heruntergeladen haben. Das wäre einmal der Combat Gameplay Overhaul. Den wählen wir einmal aus. Dann Movement Behavior Overhaul. Und was ich gerade übersehen habe, tatsächlich auch der Jump Behavior Overhaul, den haben wir ja auch runtergeladen. Und wir gucken nochmal, ob wir anderweitig irgendwelche Mods hier installiert haben. Er hat hier, wie gesagt, schon mehrere Patches mit drin. Wenn ihr dementsprechend irgendwie in irgendeiner Weise diese Mods mal runtergeladen habt oder sowas, dann wählt die bitte auch aus. Nachdem wir das getan haben, können wir nun auf Launch Nemesis Behavior Engine klicken. Und dieser Prozess, der braucht immer eine Weile, je nachdem, wie viele Animationsmods ihr installiert habt und wie schnell euer PC ist. Bei mir geht das relativ zügig, wie ihr seht. In der Regel fängt das so an, bei 90% zu stottern. Das ist komplett normal. Und ihr wartet hier geduldig ab, bis auch unten wirklich steht, Complete. Es hat insgesamt 16 Sekunden bei mir gedauert, was wirklich relativ schnell ist. Bei den autonomen Nutzern wird es vielleicht 1-2 Minuten dauern tatsächlich. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ihr könnt den ganzen Spaß dann schließen. Dadurch, dass wir Nemesis vorhin in den Einstellungen zugewiesen haben, dass alle Dateien, die im Override-Folder sind, in den Mod reingepackt werden sollen, haben wir jetzt hier dementsprechend keinen Override-Folder. Wenn ihr das nicht eingestellt habt, dann würde jetzt hier der Override-Ordner rot blinken unten links und euch anzeigen, dass es Dateien gibt, die verschoben werden müssten. Falls es bei euch der Fall sein sollte, einfach doppelklickt auf Override und die Dateien, die da drin sind, per Drop, Drag and Drop einfach auf Nemesis ziehen und dann habt den Spaß installiert. Wichtig ist, dass wir jetzt einmal noch hier an Plugins gehen und das Ganze einmal aktualisieren, denn in 90% der Fälle, nicht immer, kommt immer darauf an, was ich für Animationsmod installiert habe, generiert er uns auch eine FNES-Datei. Und diese Datei wird, wie wir ja schon besprochen haben, am Anfang nicht benötigt. Das heißt, wir können die einfach löschen. Dazu gehen wir einfach in Nemesis rein mit einem Doppelklick und wechseln dann hier rechts auf Verzeichnisbaum bzw. File Tree in Englisch. Und dann sollte hier tatsächlich diese Datei vorliegen, die können wir dann einfach löschen. Die brauchen wir nicht. Oder ihr wählt sie einfach nicht aus. Ich wähle sie aus Übersichtsgründen, lösche ich sie einfach, damit ich das hier nicht drin haben verwirrt bin, weil alle Plugins, mit denen ich spielen will, die sind halt auch hier drin und dann auch aktiv. Und dann möchte ich nicht irgendwie ein unaktiviertes Plugin haben, deswegen lösche ich oder beziehungsweise stelle das Ganze auf Hide. Nun ist der ganze Spaß fertig und wir sehen uns dann später gleich nochmal im Spiel, wo wir uns das Ganze in Ruhe anschauen. Und nun sind wir hier in meinem Spiel drinne, wo ich, beziehungsweise, und nun sind wir hier in meinem, ach meine Güte, das ist ganz, ganz tolles Wetter, Serena, wirklich. Nun sind wir hier in meinem Testspiel drinne, wo ich ein blutrünstiger Vampir bin. Aber das ist uns jetzt erstmal egal, denn wir wollen den ganzen Spaß einmal testen. Und wir können dazu einfach mal anfangen zu sprinten und dann stoppen. Und dann seht ihr, er legt sich nach hinten. Das ist tatsächlich dieser Movement Behavior Overhaul, den wir installiert haben. Und wer schleicht darum? Das sieht mir aus wie ein Vampirjäger. Ja, richtig. Okay. Ja. Und warum nicht dann gleich mal testen, wenn wir im Kampf sind? Wir haben ja hier auch Auriels Bogen. Den rüsten wir mal aus. Und ihr seht, wir können jetzt im Springen spannen, beziehungsweise den ganzen Spaß auch abschießen. Nur mal so als Beispiel, hüpfen geht und wir können einen Pfeil verschießen. Das ist der Combat Gameplay Overhaul, der es uns ermöglicht. Und ihr habt gerade gesehen, ich mache auch eine Rolle. Das macht ihr einfach, indem ihr auf die Schleichtaste drückt. Das ist in der Regel STRG. Und dann könnt ihr hier so eine wunderschöne Rolle machen.
Zum Abschluss lässt sich noch sagen, dass ihr im Mod-Konfigurationsmenü einen Eintrag zum Combat Gameplay Overhaul Mod habt. Hier könnt ihr noch einige Sachen einstellen. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Welche Tricks zu Nemesis kennst du noch und was hast du dazugelernt? Gibt es irgendwelche geheimen Einstellungen, von denen wir unbedingt wissen müssten? Über einen Kommentar von dir würde ich mich sehr freuen. Lass es mich auch wissen, wenn dir das Video geholfen hat. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Kanal und aktiviere jetzt die Glocke, um Teil der Gilde zu werden und um kein Video zu verpassen. An dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich wünsche viel Spaß mit dem neuen Wissen und hier geht's jetzt weiter mit einem anderen Video von mir. Bleibt gesund, bis dann, euer Amemus.